Hier tanzt alles nach seiner Pfeife. Zumindest bei den Instrumenten. Gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Frau leitet der Orgelbauer Christian Erler seinen Familienbetrieb. Seit 1989 repariert und baut er in Schlitters im Zillertal Orgeln für Kirchen, Musikschulen und den Privatgebrauch. Also für mich ist schon eine gewisse Leidenschaft dahinter. Ich mache es aus Begeisterung. Das Besondere ist bestimmt auch, dass man täglich eigentlich gefordert ist. Es gibt also von den Orgeln her unterschiedlichste Systeme, von der Verbindung, wo der Organist spielt, bis zu den Pfeifen. Die im Zillertal angefertigten Orgeln sind in ganz Österreich zu hören. Um für Qualität zu sorgen, muss man nicht nur handwerklich, sondern auch musikalisch begabt sein. Denn die Orgel zu stimmen, ist auch die Aufgabe der Firma Erler. Also besonders macht bestimmt diese Aufgaben von den Materialien. Es gibt also, wie man so sieht, sehr viel Holzmaterial, aber es ist natürlich auch Metall. Hauptsächlich bei dem Pfeifenmaterial Zinn und Blei, aber auch Leder. Um eine Orgel zu bauen, gehört nicht nur Fingerspitzengefühl dazu. Die richtige Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ist auch ein großer Bestandteil. Manche Handgriffe müssen auf den Millimeter genau sein. Wir produzieren mittlerweile schon mit CNC-gesteuerte Maschinen, weil so viele Komponenten, also ganz aufs Hundertstel oder aufs Zehntel zumindest, passen müssen. Nebenbei ist natürlich schon, gerade auch im klanglichen Bereich, wenn man das hören will, dann ist da die Handarbeit sehr gefragt, was also an der Pfeife verändert wird, damit sie dementsprechend im Raum klingt. Sohn Pius kümmert sich um die Werkstattleitung und Planung der Instrumente. In Zukunft wird er den Betrieb führen. Die Leidenschaft für den Bau der Orgeln teilt er mit seinem Vater. Ja, bei mir ist angeboren, ich bin natürlich durch den Vater. Bin ich da schon früh in die Firma gekommen. Und nachher wird man da immer weiter darauf hingeführt, natürlich zu der Arbeit. Pius schätzt die Abwechslung in seinem Beruf. Ist jeden Tag was anderes. Natürlich haben wir auch langfristige oder langwierige Sachen, auch, wo man viel Geduld braucht, um kleine Fehler noch auszumerzen können. Also es ist ein sehr kreativer Job. Ein Dreivierteljahr baut der Betrieb an einer neuen Orgel. Die neueste Eigenproduktion ist in der Patrizikirche in der Steiermark zu sehen und zu hören. Thank you.